unsere offene Gesellschaft gegen ihre Feinde zu verteidigen. Wir müssen uns als wehrhafte Demokratie den Extremisten entgegenstellen. Es sind Sätze, die viele öffentlich niemals sagen würden, aber sie tun es online. Sätze voller Beleidigungen, Drohungen. Ja, und das schreckt ab. Eine neue Studie zeigt, jeder Zweite schränkt seine Internetnutzung wegen Hass im Netz ein. Ulrike Herrmann schüttelt vehement den Kopf. Also die Amerikaner haben entschieden, nach Afghanistan zu gehen. Ja. Und da waren deutsche Soldaten und sind gestorben. Mhm. Die Amerikaner haben entschieden, in den Irak zu gehen. Da ist Deutschland dann so Glück nicht mitgegangen, aber sie haben das entschieden. Das heißt, die NATO hat eigentlich immer nur Kriege geführt, die Amerikaner beschlossen haben. Und dann finde ich das jetzt auch nicht skandalös, wenn da Amerikaner sterben. Diskussionskultur im Netz ganz praktisch bedeutet. Systemhure nennen Stänkerer Anke Engelke im Internet. Verschwinde nach Kanada, wir haben genug Irre hier, ein anderer. Alle von ihnen schreiben anonym. So ein komischer Zufall, oder? Ja, komischer Zufall, denken wir auch. Damit kommt der Fernseher, Alter. Damit kommt der Fernseher. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörende, die Zahlen der Studie zeigen genau, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Anstrengungen, wir brauchen passgenauere Maßnahmen, um Hass frühzeitig zu begegnen und um den Weg für ein demokratisches Internet zu ebnen. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, geil. Ich fand, das war für mich genau das richtige Thema. Da ich ja vermutlich gesperrt wurde von meiner Reichweite, weil ich Hass und Hetze verbreite oder so ein Scheiß. Unglaublich. Völliger Schwachsinn, das ist nur meine Meinung. Willkommen auf meinem Kanal, ich sag's ja. So, zu meiner Person, ich bin Stefan und mich stören halt viele Sachen in Deutschland. Und deswegen werde ich meine Meinung frei äußern, weil wir sind ja in einem freien Land und das freie Meinungsäußerungsrecht habe ich ja. Und deswegen ist mir eigentlich relativ egal, was so passiert. Ich werde meinen Kanal weiter durchziehen, auch wenn das gerade irgendwie von YouTube nicht so gewollt ist. Und auch mit dem man da reden kann bei YouTube, also Google, ist das auch ein bisschen schwierig. Die meinen, ich habe keine Einschränkung, ich sollte bitte einfach nur mein Content ändern. Aber ey, der Content kam vor der Sperre auch gut an. Und wenn ihr es gut findet, immer ein Like da lassen. Als allererstes möchte ich euch mal darüber schnacken mit euch, wie viel Geld wir doch mal so wieder raushauen. Deutschland ist weltweit der zweitgrößte bilaterale Geber von Entwicklungshilfen und hat 2022 fast 34 Milliarden Euro für diesen Zweck ausgegeben. Dabei fließen die Mittel vorrangig in Projekte zur Verbesserung des Klimaschutzes in Afrika, Südamerika und Asien. Entwicklungsministerin Svenja Schulze hebt hervor, dass dies ein wichtiges Signal an die Weltgemeinschaft ist und dass Deutschland Verantwortung übernimmt. Trotz der großzügigen Entwicklungshilfe wird die Praxis aber zunehmend kritisiert. Es gibt Vorwürfe, dass Milliarden von Steuergeldern verschwendet werden und die Transfers oft nutzlos oder sogar kontraproduktiv sind. Selbst in der Bundesregierung, insbesondere durch FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki, wird ein Umdenken gefordert. Die Kritik kommt aber nicht nur aus der Politik, sondern auch aus der Bevölkerung. Eine Umfrage zeigt, dass 71% der Deutschen der Meinung sind, die Bundesregierung sollte die mit Steuern finanzierte Entwicklungshilfe für andere Länder reduzieren. What? Ministerin Schulze betont jedoch, dass ein Großteil der Unterstützungsleistungen in Form von günstigen Krediten gewährt wird. Ja, ist mir egal, was für die Kredite irgendwo rausgehen. Wenn du keine Kohle hast, hast du keine Kohle und unsere Wirtschaft geht schlecht und da kannst du das Geld nicht zum Fenster rausschmeißen. Das war erstmal Thema Nummer 1. Lernen wir es eigentlich mal, dass wir nicht so viel Geld einfach so rauspulvern sollten für die Welt? Wir haben doch gerade ganz andere Probleme. Bin ich der Meinung, also vielleicht seid ihr der andere Meinung, aber ich denke mir doch, unsere Verteidigung ist für den Arsch. Wir haben langsam ein gespaltenes Land. Unsere Demokratiefreiheit ist anscheinend auch nicht mehr so da, weil man anscheinend nicht alle Parteien wählen kann und es sind auch nicht alle Meinungen irgendwie erlaubt. Das ist alles halt sehr, sehr verwunderlich und darüber mache ich mir halt mehr Sorgen gerade. Darüber mache ich mir mehr Sorgen, als dass wir irgendwelche Länder irgendwo mit irgendwelchen Steuergeldern Vorteile verschaffen oder die aufbauen. Interessiert mich nicht die Bohne, ganz ehrlich. Gerade geht's Deutschland scheiße. Und 34 Milliarden, damit könnte man wirklich schon viel, viel Gutes tun in Deutschland. In Kitas, in Schulen. Wir brauchen dringend Lehrer. Bildung ist wichtig. Und wie wichtig Bildung ist, das sieht man da auch bei der grünen Chefin
Ricarda Lang, denn es gibt jetzt eine grüne Polizei. Eine grüne Polizei? Da habe ich mir auch gedacht, was? Aber lesen wir mal durch. Professor für öffentliches Recht kritisiert, die Polizei ist keine politische Partei. Polizei grün ist rechtlich unzulässig. Da fragt ihr euch bestimmt, es gibt eine Polizei grün? Ja, die gibt es. Und erstmal lese ich den Artikel durch und dann sage ich euch meinen Gedanken dazu, was ich dazu sofort hatte. Es gibt in Deutschland keine Polizei der CDU, keine Polizei der SPD, keine Polizei der AfD, aber es gibt tatsächlich eine Polizei grün. Vergangene Woche kündigte die Vereinigung an, sich um NIOS kümmern zu wollen. Okay, wir haben mit einem Professor für öffentliches Recht über die Rechtmäßigkeit der Vereinigung und deren Drohung gesprochen. Eine Polizei in der Parteizentrale. Das klingt ziemlich unrealistisch, doch genau das gibt es in Deutschland im Jahre 2024. Polizei grün nennt sich die Vereinigung, in der sich echte Polizisten zusammengefunden haben. Sie hat ihren Sitz in der Zentrale der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Hört sich das nicht merkwürdig an für euch? Für mich schon. Ich weiß ja, mit welcher Keule man ganz gerne umherschwingt, aber jetzt drehe ich mal den Schuh um. Das Dritte Reich? Hermann Göring Eckardt. Aber gut, dass ich die gerade im Kopf hatte, war schon wieder lustig. Hermann Göring inspiziert Berliner Polizisten. Mit seinem Erlass vom 28. Februar 1933 verfügte Göring die Aufnahme von SA und SS-Mitgliedern als Hilfspolizei. Eine Hilfspolizei? Haben die Grünen jetzt eine neue Gestapo gemacht? Also ich weiß ja nicht, wie ihr darüber so denkt, aber ich sage nur meine Meinung. Und das war mein erster Gedanke dazu, weil ich das wirklich, wirklich entsetzlich finde. Wie kann man denn sowas machen als demokratische Partei, die ja für Freiheit sind und Offenheit? Das wirkt auf mich leider so gar nicht. Die Missbrauchsgefahr ist groß. So der Professor für öffentliches Recht an der Karl von Universität Oldenburg. Die Bezeichnung erweckt den Anschein, dass diese Vereinigung eine Verbindung mit dem Staatsorgan hat und hoheitliche staatliche Aufgaben erfüllt. In Wirklichkeit sei es aber ein privater Verein und überhaupt nichts mit der staatlichen Behörde Polizei zu tun habe. Schon gar nicht hat er ähnliche Aufgaben und Befugnisse wie die Polizei. Heftig, heftig. Jetzt aber ohne Scheiß. Was stimmt denn mit den Leuten bei den Grünen nicht? Es hat in der Geschichte noch nie sowas gegeben. Wartet. In der Geschichte nach 1945 hat es das noch nicht gegeben. Ich will diesen Scheiß nicht. Ich will keinen Krieg hören. Ich möchte nur in Frieden leben. Und ich möchte auch, dass unsere Gesetze eingehalten werden. Und nicht so, dass es ständig irgendwelche Messeangriffe gibt, dass illegale Einreisen sind, dass die Leute nicht, die illegal sind, nicht abgeschoben werden kann, dass es andauernd Missbrauch gibt vom Sozialsystem Deutschland. Ich will das einfach nicht. Ich will, dass auch jeder deutsche Bürger wieder vernünftig leben kann und auch vernünftig und auch genügend Geld in der Tasche hat und sich vielleicht auch ein Eigenheim leisten kann. Und nicht, dass wir das Schlusslicht der EU sind, quasi, nicht ganz, aber wir das meiste Geld zahlen sollen für jeden Scheiß. Das finde ich halt unfair, unverhältnismäßig. Weiter steht drin, die Bürger müssen auf die Neutralität der Polizei vertrauen können. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass ihr Handeln parteipolitisch beeinflusst ist. Die wichtige Lehre aus der Nazi-Vergangenheit. Die Polizei des Grundgesetzes ist keine politische Polizei, sondern strikt neutral. Das ist eine wichtige Lehre, die das Grundgesetz aus der Nazi-Vergangenheit bezogen hat. So sehen die aus? Das darf man benutzen? Dass die Beamten, die unter dem Namen Polizei Grün auftreten, ausdrücklich auf ihre Funktion innerhalb der Polizei hinweisen und gleichzeitig parteipolitische grüne Inhalte vertreten, fördere Zweifel an der Neutralität der Polizei. Ach, so der Jurist. Ja, grüne, grüne, grüne. Ich weiß nicht, was in eurer Welt falsch läuft. Es ist ein Fehler gewesen, eine solche Partei an die Macht zu lassen. Wirklich. Ganz, ganz großer Fehler. Wirtschaft ruiniert. Eine Außenministerin, die ja vom Völkerrecht kommt, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, die andere Leute belehren will in der Welt, wo es selber in Deutschland so schlecht geht. Sehr gut. Aber es geht ja weiter. Die Fese hatte ja gestern... Oder war es vorgestern? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Die Fese hatte ja eine Pressekonferenz. Ne, Maßnahmen gegen rechts. Hatte ich euch, glaube ich, gestern gezeigt. Menschen sehen, dass es in diesem Jahr darum geht, zu verhindern, dass Rechtsextremisten wieder Macht und Einfluss gewinnen. Die Grünen? Meinst du die Grünen jetzt? Viele Menschen werden aufgerüttelt durch das, was in den letzten Wochen öffentlich wurde.
wenn rechtsextreme Netzwerke mit Beteiligung von Vertretern der AfD und der identitären Bewegung. Ja, von der Werteunion und den CDU-Lern würde jetzt nicht gesprochen. Ist auch besser so. Warum auch? Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft massenhaft aus Deutschland vertreiben wollen, dann ist das ein Angriff auf die Grundfesten unserer Demokratie. Wenn ihr Leuten den Mund verbieten wollt, weil sie ihre freie Meinung äußern, ist das auch ein Angriff auf die Demokratie. Der Rechtsextremismus bleibt nach wie vor die größte Bedrohung für unsere demokratische Grundordnung. Schwachsinn. Und jetzt zeige ich euch mal wieder die Zahlen, aber ich gehe mal von den Gewaltdelikten aus. Weil eine Straftat kann alles Mögliche sein. Da kann ein Islamist vielleicht sagen, vielleicht ist er gar kein Islamist, aber vielleicht irgendeiner, der was gegen Juden sagt, der auf einmal sagt hier, ne, du scheiß Jude, hast auf einmal eine Straftat begangen. Das ist halt damit drinnen. So eine Straftat für den Rechten ist ziemlich einfach. Gewalttaten bei den Rechtsextremen sind nämlich 945 Gewalttaten von den 14.000 Rechtsextremen, die davon gewaltorientiert sind. Und bei den Linken haben wir Gewalttaten 602. Und es gibt dort aber 10.800 gewaltbereite Linksextremisten. Das ist aber merkwürdig. 10.800, also 11.000 zu 14.000. Bleibt doch sehr, sehr in der Waage. Oder sehe ich das anders als Frau Faeser? Schreibt mir gerne rein, wie ihr das so seht. Für einheitliche rechtliche Standards sorgen und den Informationsaustausch verbessern. Wir dürfen nicht auf weitere schwere Straftaten oder Gewalttaten warten, sondern wir müssen jetzt handeln. Ich bin geisteskranker. Komm, schaff den weg hier. Ebenso dringend brauchen wir, das ist mein Appell, jetzt das Demokratiefördergesetz. Wir müssen gerade jetzt den zivilgesellschaftlichen Institutionen den Rücken stärken bei ihrer wichtigen Arbeit gegen den Extremismus. Zum Beispiel dem Korrektiv einfach ein bisschen mehr Geld geben und sowas, damit man irgendwie Recherche machen kann, sich ausdenken kann und. Ja, genau, Frau Faeser, so wird ein Schuh da draus. Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß, sie sagt was von Gewalttaten, aber ich habe mich doch gerade das auch gezeigt, die anderen sind doch nicht viel besser. Und wenn man das prozentual sieht, dann sind 945 zu 602 von 11.000 zu 14.000, glaube ich, immer noch mehr, was von Linksextremisten ausgeht. Ich rede nur von den Gewalttaten. Wo laufen wir hin? Auf X. Hat sie was gepostet? Wir wollen bei Rechtsextremisten jeden Stein umdrehen. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun haben. Okay, habe ich euch jetzt verhöhnt? Mag sein, aber eure Politik gefällt mir halt nicht. Aber ihr meint gleich, ich bin ein Rechtsextremist, weil ich meine Meinung frei äußere. Und das ist ein Problem in Deutschland. Ich weiß ja nicht, ob das für dich so ist, aber ich gehe davon aus. Weil ich was gegen die sage und das geht halt nicht. Und das, ich als Sohn von einem Stasi-Offizier, kann euch sagen, das finde ich falsch. Leuten was zu verbieten, sie mundtot zu machen, sie auszuschalten in irgendeiner Form, finde ich falsch. Ich war immer ein fairer Mensch gewesen, sowas kotzt mich an. Sie droht normalen Leuten mit dem ganzen Staat. Es ist einfach nur Wahnsinn, was wirklich in Deutschland passiert. Dann gibt es auch so andere Leute, so Konfliktforscher, sowas wie der hier, Andreas Zick. Linkshassreden gibt es kaum, Hassrede soll mundtot machen, sagt Zick weiter. Menschen zögern sich aus Online-Diskussionen zurück, wenn sie merken, dass ihnen verzerrte Meinungen unterstellt werden und dass keine Kommunikation auf Augenhöhe gibt. Ständig. Ich zeige den Leuten sogar, hey, da ist einmal der Artikel, der sagt aus, dass die was anderes gemacht haben. Dass sie sich zum Beispiel vorher getroffen haben. Nehmen wir jetzt Scholz. Er hat sich vorher mit einem Kollektiv getroffen. Das zeige ich den Leuten und dann werde ich hingestellt. Ja, bla bla, ne, du AfD, bla bla, hast du nicht gesehen? Wirst doch bezahlt und so ein Scheiß. Nee, werde ich gar nicht. Ist einfach meine Meinung. Ich bin ganz normaler Mensch. Nicht ich verbiete den anderen irgendwas, sondern andersrum wird das verboten. Wie oft kam denn, wo ich noch mehr Aufruf hatte, irgendwelche Meinungen von irgendwelchen Spinnern, was die AfDler alles für Menschen seien? Ich gehe auf keinen anderen Kanal rauf und beschimpfe irgendwelche Leute oder beleidige die. Das mache ich nicht. Die Zeit dafür habe ich auch gar nicht. Es ist mir einfach zu blöd, muss ich auch sagen. Die haben ihre Meinung, ich habe meine Meinung, denn ist gut halt. Neben Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte seien vor allem Menschen betroffen, die sich im Themenfeld engagieren, die Rechtsradikalismus, Populismus besetzen. Linke Hassrede, so der Forscher, gäbe es kaum. Ja, wie merkwürdig. Bei Lanz ging es auf jeden Fall auch um Trump und die Aussage, die er getroffen hat. Und
Ich habe schon mitgekriegt, manche haben halt eine andere Meinung zu Trump als ich. Und das ist auch gut so. Ich glaube, Trump würde halt jemanden verkaufen, wenn das Geld groß genug ist. Und das finde ich halt hinterfotzig und falsch. Ich vertraue Trump halt nicht. Was ich ihm zugute heiße, für ihn ist Amerika the first. Und das finde ich gut. Für mich ist es Deutschland. Ich halte zu meiner Republik, zu meiner Heimat. Und ich würde sie auch immer verteidigen. Bei Lanz ist eine Linke von der Taz. Das ist die gute Dame hier, Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin von der Taz. Hören wir mal rein, was die so zu sagen hat. Wird jetzt in Europa tatsächlich alles verändern? Klar, wir brauchen nicht nur 2%. Das übrigens ist schon fast erreicht. Also jetzt ist es so, dass in diesem Jahr werden wir da hinkommen. Ja, auch die anderen NATO-Partner, wenn man alles einrechnet, außer den USA, sind die NATO-Länder schon bei 1,8%. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt gar nichts zahlen würden. Also das ist schon mal eine Überzeichnung von Trump. Kurz dazu auch nochmal, ich bin sowieso, wenn wir als Europa zusammenhalten wollen, dann sollten wir auch schauen, dass wir alle genügend Geld in Hand nehmen, um uns zu verteidigen zu können. Und da ist auch jedes Mittel recht. Und es sollte da nicht der Vorreiter sein, dass Deutschland das meiste gibt. Es sollte prozentual alles ziemlich gleich sein. Und wenn es nicht gleich ist, ja, dann muss man da einfach für weniger Schutz sorgen. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht, wie man es machen soll, aber es muss halt fair zugehen. Ich glaube, diese ganzen linken Leute vergessen diese Fairness. Aus meiner Sicht nötig. Und ich hätte nie gedacht, dass ich als Tatzler das sagen würde. Ahne, was jetzt kommt. Europa braucht auch Atomwaffen. Ja klar, finde ich auch gut. Aber das wird bestimmt in Deutschland wieder nicht funktionieren mit den Atomwaffen, weil wir haben ja nicht mal Atomenergie. Das ist aber doof. Aber klar, wenn einer damit droht, und das ist egal, wer das ist, dann sollte man sich dagegen verteidigen können. Du kannst ja nicht einen Krieg anfangen und du kommst da mit Pfeil und Bogen, während der andere da mit Panzer ankommt. Ungleichmäßiges Verhältnis. Man sollte schon auf einer Ebene sich unterhalten können. Jetzt kommen wir aber mal zum Hass. Die Amerikaner haben entschieden, nach Afghanistan zu gehen. Ja. Und da waren deutsche Soldaten und sind gestorben. Mhm. Die Amerikaner haben entschieden, in den Irak zu gehen. Da ist Deutschland dann zum Glück nicht mitgegangen. Aber sie haben das entschieden. Das heißt, die NATO hat eigentlich immer nur Kriege geführt, die Amerikaner beschlossen haben. Und dann finde ich das jetzt auch nicht skandalös, wenn da Amerikaner sterben. Das muss ich jetzt mal so deutlich sagen. Ist das nicht schon Hass? Also wie kann man denn das sagen? Also alle Menschen sind gleich. Es sind doch alles Menschen. Das sagt man da nicht, Linken doch alles. Es sind doch alles Menschen. Ja, aber auch die Amerikaner sind doch auch Menschen. Und jeder Einzelne, der da gestorben ist in ewigen Kriegen, ist einer zu viel. Wir leben auf einem Planeten. Da sollten wir uns doch zusammenraufen können und sagen können, ey, alles klar, komm, wir machen alles, dass wir alle vernünftig leben. Und nicht anders. Also, Hass kommt auch von den Linken. Und nicht zu vergessen, das hier sind jetzt keine Rechten gewesen, die das sagen. Also Hass ist immer da. Und Hass in den Medien, Social Media, oh Gott, ja. Es wollten sich schon Leute mit mir schlagen und sowas, wo ich mir gedacht habe, Alter, bist du behindert, ey. Sowas Beklopptes. Und meine Güte, wirst du halt beleidigt von irgendwelchen Leuten oder sowas. Ja, das wurde manchmal auf dem Schulhof auch, ich bin rothaarig. Was du dir da als Kind alles anhören musstest. Man muss sich ja durchschlagen im Leben, so ist das nun mal. Und jetzt ist es nur so, dass man halt im Internet halt großes Maul machen kann. Manche verstecken sich halt in ihrem Profil und andere wiederum halt nicht. Ihr seht mich, ihr wisst, wie ich heiße. Hass im Netz generiert weiteren Hass. Aus Desinformation kann auch Hass entstehen. Und aus digitalem Hass kann analoge Gewalt werden. Was ist die Konsequenz? Die Studie zeigt es klar und deutlich, mehr als 50% der Menschen äußern im Netz aus Angst vor Hass und Hetze seltener ihre politische Meinung. Ich habe meine Meinung und ich werde meine Meinung nicht verbieten lassen. Und das ist mir völlig Wurst, wer was irgendwie zu sagen hat und wer irgendwie die Meinung hat oder sowas. Ist mir scheißegal. Ich sage meine Meinung und ob man mich einschränken will oder mir meinen Mund verbieten will, ist mir scheißegal. Mein Leben lang wollten andere Leute mich verbiegen. Egal, was ich gemacht habe. Stefan, das macht man nicht. Das, dies, hast du nicht gesehen. Ja, aber ey, ohne Scheiß. Ich bin halt nicht wie andere und ich laufe halt nicht jeden hinterher. Ganz einfach. Meine Güte, ey. Deswegen, auf meine Worte, die kommen von Herzen. Ich reg mich auf, ja, aber das bin auch ich. Und ich muss nicht mit jedem einer Meinung sein. Punkt. Aber er kann seine Stadt wenigstens bringen. Und sie beteiligen sich weniger an Diskussionen. Das unterläuft die Debattenkultur und schadet der Demokratie insgesamt. Und deshalb geht es uns alle an, was im virtuellen Raum passiert. Deutschland ist bunt und vielfältig und so sollte auch das Netz sein. Ein sicherer Ort für Frauen, für politisch Engagierte,
für Menschen, die ihre Meinung sagen wollen. Sind doch die Leute immer scheißegal gewesen. Für die gesamte LGBTIQ-Community, für jüdische Menschen, für muslimische Menschen, für nicht-weiße Menschen. Die gottverdammter kommunistische Heide! Diese Gruppen werden aber laut der Studie am häufigsten Zielscheibe im Netz. Die Zahlen zeigen, wir müssen mehr tun, um Hass im Netz frühzeitig zu begegnen. Mir ist das scheißegal, wer wen liebt. Mir ist das egal, ob da... es sind mir so viele Sachen völlig egal, aber es gehen halt gewisse Sachen nicht. Es geht nicht, dass sich irgendwelche Leute verkleiden als Frauen und auf eine Mädchentoilette gehen. Das geht halt nicht. Das finde ich unnormal. Ich finde auch unnormal, wenn irgendwelche Pädophilen mit Kindern schlafen wollen. Das finde ich auch unnormal. Aber das ist halt meine Meinung und ich finde auch unnormal, dass man gendert. Verdammte Scheiße. In der dritten Förderperiode werden wir den digitalen Bereich stärken. Selbstverständlich reagieren wir dabei auch auf aktuelle Bedrohungen wie die zunehmende Desinformation. Die Anbieter sind dabei in der Pflicht. Hierzu gehört auch, dass Hass vom Algorithmus nicht belohnt wird. Ja, was ein Schwachsinn. Also ich glaube, ganz ehrlich, dass der Hass vom Algorithmus nicht belohnt wird. Ey, ich mache Politik hier. Ja, das kann auch jeder so auffassen, wie er denkt, ob es Hass ist oder kein Hass ist. Wirklich. Viele Feinde der Demokratie wissen ganz genau, was auf dem Social-Media-Plattform gerade noch so unter Meinungsfreiheit fällt. Und da geht's los, dass sie jetzt Meinungen verbieten wollen. Mit dem Digital Services Act schaffen wir aber schon heute eine europäisch einheitliche Grundlage, die klare Regeln zum Beispiel zum Prüfen und zum Löschen von Beiträgen enthält, die auch mehr Plattformen in die Pflicht nimmt. Einschränkung von Meinungsfreiheit. Nichts anderes sagt sie gerade. Und jetzt kommen wir mal zur Desinformation von den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Weil der Bundeskanzler, er war doch vor kurzem, ich glaube vor 2 Tagen, war er doch bei Rheinmetall. Und dort bei Rheinmetall war auch ein Bauernprotest vor Ort. Und was da sich abgespielt hat, ich sag nicht so viel, guckt selber rein. Einmal. Weitermachen, Sirene an! So, und unsere Freunde vom zweiten deutschen Fernsehen sind jetzt auch da. Deswegen bleiben wir dabei, wir machen weiter Krach. Hier kommt eine Gruppe jetzt. Und auch hier kommt eine Gruppe. Das sollen wohl die Leute von ZDF sein. Wir haben die Straße voll! Und dann kam es auf einmal zum Eklat. Derjenige, der Einzelprotestler, der ist auf einmal mit dem Schild, der da langgelaufen ist, sollte auf einmal in die Gruppe rein. Auf dem Schild stand drauf, habt ihr gerade gesehen, ne? Also das ist die Gruppe und die wollen den gar nicht haben. Es steht drauf, mehr Waffen für Ukraine und Deutschland. Eine einzelne Person. Was ist das für ein wirres Bild? Also macht gar keinen Sinn. Da. Für Freiheit und Demokratie, mehr Waffen für die Ukraine und Deutschland. Und entweder ist das ein psychisch Kranker oder der kommt mit vom ZDF. Vom staatlichen Rundfunk. Habt ihr gerade gesehen, die Bauern haben sogar hier wieder ihre Absperrung hochgemacht. Ja, sind doch sehr, sehr nett. Was ist los? Also, es wird viel zu viel alles in eine Ecke geschoben. Na, hier seht ihr ZDF-Kamera. Ich habe dazu leider keine Aufnahmen gefunden vom ZDF, sonst hätte ich euch die gerne gezeigt. Es geht noch weiter. Dieses alte Recht, die Steuerrückvergütung auf Diesel, den wollen wir behalten. Wie viel hat der Herr bekommen an Geld für seine Aktion? Oh, guck mal, was für eine schöne Frage. Und warum hat er mit Polizeischutz hier was zu suchen? Besonders, der ist ja gerade erst aufgetaucht, wo das ZDF gekommen ist. Ganz ne? Genau, sehr merkwürdig, oder? Ja, wie findet ihr das? Ist das merkwürdig? Oder findet ihr das ganz normal, dass da auf einmal eine einzelne Person auf einmal erscheint mit, ne, ein Schild
Und das ZDF ist ganz in der Nähe. Ich zeige euch jetzt noch zwei Szenen, die passiert sind. Macht euch euer eigenes Bild darüber. Da stehen sie schon mal zusammen. Vor allem, er steht ja da hinten. Hier, gut zu sehen. Hier hinten steht er immer noch umher. Alleine, auf einmal. Ja, das ist auch bemerkenswert, sage ich es mal so. Der Herr mit dem Schild ist weggegangen und das ZDF geht auch weg. Denkt euch euren Teil dazu, wir denken uns unseren auch. Und ich denke, die Demonstranten hier ebenfalls. Ja, ich glaube, der gute Herr und das ZDF wollen das instrumentalisieren, dass auch die Bauern für mehr Waffen sind und. Was ein abgefucktes System. Es ist wirklich, für mich ist das schon wirklich DDR. Es ist nur noch Propaganda. Ey, oh, ich versuche euch wirklich viel zu teilen, was ich so sehe. Das war's gewesen. Schreibt noch was in die Kommentare rein zu den Herren, was ihr dazu sagt. Und nicht vergessen, ich würde mir freuen über noch eine kleine Spende. Ey, komm, Fragen kosten nichts, das denke ich mir auch immer wieder. Ne? Wenn ihr was übrig habt, ist unten drinne PayPal. Da ist ein Link drinne. Oder ich habe auch jetzt extra für YouTube hier ein Konto mir angelegt. Bei Bunk heißt das, glaube ich. So ein Online-Konto. Da steht alles unten drin, könnt ihr auch gerne überweisen. Da ist auch so ein Link drin, kann man draufklicken. Wäre sehr nett. Ansonsten war es das gewesen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, abonnieren und liken. Ciao.